kleine Story. Okay, es geht so. Du warst bei deinem Kollegen, hattest die eine CD mit von diesem Typen, über den jetzt einige reden. Du sagst, mach die mal rein. Er sagt, meinetwegen. Und fängt an, die CD in den Player einzulegen. Dabei liest er den Namen von der CD, Rack Heavy, und lacht. Sicher so ein Wack MC. Du sagst, nee, Mann, auf keinsten. Mach die CD an, sei leise, denn jeder sagt, der wäre der Geilste. Er drückt auf Play und es folgt ein längeres Schweigen. Denn ihr seid Hauptschüler, es fällt euch schwer, die Texte zu peilen. Außerdem schafft ihr es nicht, euch von den Tracks zu befreien. Und fangt dann seine Agro-CDs aus dem Fenster zu schmeißen. Ein paar Tage später bricht dein Freund das Schweigen und meint, jetzt versteh ich, warum die Leute ihn geil finden. Dieser Racke wie fickt ganz Neues alleine. Alter, wat, du laberst, der ist Deutschlands Feines. Ihr seid hängen geblieben. Wie auf 90 teilen und du schlägst vor, ey, lass mal heute was schreiben. Ich wette, das wird der Hammer-Shit, also machst du mit. Ja, Mann, ey, hast du Blatt und Stift? Und du setzt dich an seinen Schreibtisch, in der einen Hand den Bleistift, in der anderen den iPod. Mein Shit, du bekommst ihn und schreibst ihn und sagst zu deinem Homie, dass dein Text voll geil ist. Du denkst, sicher wird der neidisch, denn du peilst nicht, dass du deinen Scheiß von Racket wie bitest. Und zwar Line für Line, Rhyme für Rhyme, du Hurensohn kopierst mich 1:1, denn...